Okay, Freunde, es ist 11 Uhr morgens, ich habe Zunge, another food favorite of mine. Ich habe mich halt den schlechtesten Tag ausgesucht heute. Pocket ist man in der Regel draußen. Und gestern Abend hat es einfach angefangen zu schneien, wie behindert. Draußen so Cherry Blossom Dinger gesehen, wo Schnee drauf war. Keine weird. Irgendwie ist cool, aber eigentlich ist es nicht cool. Ich finde, Schnee sieht cool aus, ist aber an sich scheiße. Wir sitzen doch drinnen und wir sind heute bei Phuket. Das ist mein Lieblingsthailand in Frankfurt. Und ich dachte, wir führen die Serie einfach weiter von meinen persönlichen Food Favorites in Frankfurt. Hier gehe ich actually richtig oft hin. Nicht oft, aber richtig gerne hin. Das ist so ein, eigentlich ist es ein kleiner Imbiss. Ups, scheiße. Und es ist ein kleiner süßer Laden, den es gefühlt schon immer gibt. Und die machen richtig gutes Essen. Ich habe mir die 178 bestellt. Das ist das, was ich immer bestelle. Mit Spare Ribs. Mit geil. Die sind Dirribs. Die sind anders geil. Die sind richtig crispy. Und dann noch mit so Fried Garlic Chips. Beste, was es gibt. Itadakimasu. Eigentlich esse ich die immer noch mit der Suppe dazu, aber ich habe Hunger gerade. Frittierte Sachen sind einfach so anders geil. I don't know. Ich habe noch nicht alles hier probiert, aber die haben auch richtig gute andere Gerichte. Mein Cousin nimmt zum Beispiel immer das Thai Omelette. Das ist einfach so Deep Fried Egg mit Reis und einer Soße. Schmeckt aber auch richtig gut. Pad Thai ist hier richtig lecker. Hier gibt es so eine Rindfleischsuppe, Entensuppe, die sind auch richtig lecker. Aber ich nehme halt immer diese eine Suppe, weil es einfach mein All-Time Favorite ist. Und weil es heute so scheiß Wetter ist, hatte ich richtig Bock auf so eine Nudelsuppe. Okay, Friends. Ich hab Rutsch gekleckert. Beste, wo gibt's? Das Erste, was wir machen müssen, ist die Wontons rauszunehmen, damit die knusprig bleiben. Direkt raus. Oh yes. Hier ist eine Limette. Ich liebe diese spicy, sour, lemony aus der thailändischen Küche. I love this. Ich habe dazu, glaube ich, auch mal einen TikTok gemacht, wo ich das zu Hause schon mal gegessen habe, aber halt nicht vor Ort. Vor Ort schmeckt immer alles viel besser. Gibt es auch noch so extra Spices. Ich mache noch ein bisschen Chilis rein, weil ich bestelle es immer ohne Chili und mache dann selber Chili rein, weil sonst ist es mir zu scharf. Ich will selbst mein Spice-Level entscheiden, weil mein Spice-Tolerance, it's not high. Aber es ist so gut. Schmeckt richtig lecker. Ist auch so eine Reisnudel-Bowl. Schmeckt so scharf, säuerlich. Schweinehack, Schweinefleisch und ich glaube, so Grünzeug, so asiatisches Grünzeug, keine Ahnung wie es heißt, aber es ist geil. Mit Koriander, Fishbowls, Wontons. Ist echt geil. Und ich finde es relativ günstig. Das alles und ein Getränk. 15 Euro bezahlt. Die Suppe kostet 8,80 Euro. Die war sogar, glaube ich mal, 6,90 Euro vor einigen Jahren. Ein bisschen teurer geworden, aber ich finde es trotzdem immer noch günstig. Ich glaube, alles wird jetzt immer ein bisschen teurer. Aber ja, ich finde es für 8,80 Euro lohnt sich trotzdem voll. Und ich liebe es, die da so Wontons zu geben. Und noch die Rippchen hier rein. Ist richtig gut. Mhm.
Ich sehe es in der View-Kamera, richtig winzig. Aber mit diesem Winkel, I feel like a food vlogger. Das ist sowieso mein ultimativer Traum. Kennt ihr bestimmt die ganzen Food-Vlogger, die rausgehen. Meistens in Japan und Asien und da, wo die Länder cool sind und essen und Essen-Reviewen. Das ist so mein Teammate-Dream für diesen Channel, dass ich das machen kann, wenn wir wieder reisen können. Aber wir können ja mal schon mal in Frankfurt üben, damit das für mich so easy going wird, draußen zu filmen und so alles. Wisst ihr, ich meine, das ist ja trotzdem was anderes, als ich einfach nur in meinem Zimmer, in meinen vier Wänden zu sitzen und filmen, als wenn ich draußen filme. Das ist noch was ganz anderes, wenn man im Ausland ist, als wenn man in seiner Heimatstadt ist. Im Ausland ist alles viel mehr egal, obwohl es eigentlich hier auch schon egal ist. Doch kein Schwanz, dass ich hier sitze und filme. Aber was wir auch machen können, statt nur meine Favorites zu suchen, könnt ihr auch was vorschlagen. Und wir können auch neue Sachen probieren, wo ich noch nie war oder wo ich die Küche selbst noch nie probiert habe. Und dann probieren wir auch neue Sachen aus. Ist, glaube ich, auch ganz geil. Und da sind noch so Fishballs drin. Die sind richtig smooth. Thailändischen Eistee, Milcheistee. Wäre auch geil. Aber ich denke ja nicht, weil ich glaube, ich danach richtig full bin. Ich bin so voll. Aber es war richtig gut. Ich hoffe, einen kleinen Eindruck hier vielleicht schaffen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man Food Reviews macht. Das ist erst der Anfang. Okay, wir sind noch am Anfang unserer Food Review-Geschichte hier. Anyway. Das ist auf jeden Fall echt, echt lecker. Auf jeden Fall mein favorite Thailänder hier in Frankfurt. Ich war früher auch voll oft hier, als ich hier um die Ecke gearbeitet habe. Die haben echt gute Sachen hier, muss ich echt sagen. Und echt günstig, auch wenn sie teuer geworden sind, ist es immer noch recht günstig. Und für Preis-Leistung ist top. In der Regel habt ihr hier drin nicht so oft Sitzmöglichkeiten. In der Regel sitzt man eigentlich draußen und hört es kalt. Und ich bin froh, dass ich hier drin Platz bekommen habe. Ich ziehe jetzt ab. Danke, dass ihr alle reingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.